Moin Moin! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anschluss 3. Wir befinden uns in der dritten Saison. Wir sind immer noch bei 1860 München, versteht sich. Und es geht in die zweite DFB-Pokalrunde gegen die Amateure des VfB Stuttgart. Und da weiß ich aus den letzten Jahren, ich muss vorsichtig sagen, denn eben diese haben schon einige Erstligisten aus dem Pokal geworfen und sind, glaube ich, in der ersten Saison sogar bis ins Pokalfinale eingezogen. Also vorsichtig mit der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Nichtsdestotrotz, man sieht auch, die Mannschaft hat tatsächlich eine Mannschaftsstärke von 81. Das hatten einige Zweitligisten nicht. Nun gut. Nichtsdestotrotz, schauen wir mal, wen wir spielen lassen können. Ich würde nicht die erste Mannschaft komplett spielen lassen, aber auch nicht die komplette zweite Mannschaft. Oskar kann tatsächlich spielen. Dann spielt er sich ein bisschen fest und vielleicht steigt seine Form ein kleines bisschen. Das wäre gar nicht schlecht. Arnautovic würde ich trotzdem gegen Andrade auswechseln. Scheckel kann statt Ranocchia in die Innenverteidigung. Tja, bringe ich Meier ins Tor oder nicht? Das Talent immerhin, starke 5, aber starke 5. Gegen die Stürmer immerhin 7er und 6er. Ist schon mal gar nicht so gut. Andererseits, wann, wenn ich jetzt? Ich kann es ja mal probieren. Im Sturm muss ich Mölders nicht bringen mit starke 5. Das ist tatsächlich übertrieben. Dafür kann Hosina statt Bifumar spielen. Es ist ja auch wichtig, dass die Mannschaft ein kleines bisschen rotiert, dass ich ein kleines bisschen Frische wenigstens noch erhalte in diesen Wochen, in denen zwei Spiele pro Woche anstehen. So, Strandberg kommt auf jeden Fall statt Ranocchia auf die Bank. Gut, und dann denke ich, kann ich das auch fast so lassen. Vitorini statt Vitorini kann Varela spielen. Ups, das war eigentlich die falsche Ansicht. So ist es, so wollte ich sagen. Gut, ich denke, so kann man das erstmal machen mit Fernandes. Wie sieht bei ihm die Frische aus? 79, das sieht ganz gut aus. Vielleicht kann ich stattdessen trotzdem mal Ganso hat deutlich weniger Frische. Dann spielt Hernandez und Ganso erstmal nicht. Okay. Steht diese Woche irgendwas Besonderes an? Ja, Vertragsverhandlungen mit Paradei. Ah, der Running Gag, ich erinnere mich. Mal sehen. Ha, diesmal ist immerhin der erste FC Kaiserslautern bereit, etwas mehr zu bieten als die Vereine bisher, die immer gnadenlos weniger als den Marktwert geboten hatten. Da können wir uns jetzt auch sicherlich irgendwo bei einer Größe treffen, die schon deutlich besser aussieht. Ja, also ich hatte ja mal gesagt, alles über 2 Millionen ist durchaus in Ordnung für den Spieler, den ich ja tatsächlich eigentlich nur loswerden möchte, weil er kleines Talent hat, nicht mehr wirklich aufgewertet werden wird. Das finde ich besonders teuer, aber er ist auf seiner Position einfach nicht mehr gefragt. Sehr gut. Die Verhandlungen wurden damit erfolgreich abgeschlossen. Van der Perdedei wechselt für 2,4 Millionen Euro zum 1. FC Kaiserslautern. Da spült mir eine ganze Menge Geld in die Kasse. Das finde ich positiv. Das macht ein bisschen Platz im Kader frei. Das ist auch nicht schlecht. Hier kann ich jetzt nochmal schauen, ob ich Strandberg wieder statt Ranocchia mitnehme, nachdem ich ihn jetzt eben gerade wieder rausgewechselt habe. Und wir können nochmal gucken. Paradei steht tatsächlich noch im Kader, weil er tatsächlich erst in der nächsten Saison beim 1. FC Kaiserslautern spielt. Umso besser. Interessant. Dann wird er sich diese Saison trotzdem weiter hinten anstellen müssen. Ist ja auch kein großes Problem. Als Nummer 3 auf der Position. Gut, wir sind immer noch 11 starke Punkte besser. Das lassen wir auch erstmal so. Und wenn wir uns das Ganze angucken, 12.400 Karten bisher verkauft. Ich würde sagen, ich erwarte eine konzentrierte Vorstellung, dann klappt das. Die Spieler haben ihre Ansprache verstanden. Sehr schön. Gazi-Stadion auf der Waldau. Mittelmäßiger Platzzustand. Stadion ist tatsächlich mit 12.400 Zuschauern ausverkauft.
Und Oliver Kahn tippt auf ein 5:1 für uns. Das fände ich sehr gut. Eckball in der zweiten Minute. Wittek schlägt den Ball hart nach innen. Schäkel steigt hoch, setzt sich gegen Peretz durch. Kommt zum Kopfball in die Arme von Torwart Bolten. Schade. Das wäre doch schon mal ein beruhigender Anfang gewesen. Wittek trifft zum 1:0. Ohne Vorlage. Das sieht nach einem direkten Freistoß aus. Zur Halbzeit sind es 5:2 Chancen. 1:0 Tore. Rebermar nicht besonders gut in Form. Der spielt aber trotzdem weiter die Abwehr nicht besonders gut in Form. Ich sage, konzentriert weiter so und hoffe auf das Beste. Da war die nächste Torchance. Ich hoffe, das wird sich nicht irgendwann rächen, dass wir so viele Torchancen auslassen. Kaiser haut den Ball in die Mauer und die Abwehr kann klären. Volleyschuss von Hosina auf den Torwart, der packt sich ja zu. Weiter Abschlag in die Sturmspitze. Traumpass. Sonora hat viel Platz und stürmt aufs Tor zu. Meier kommt nur halbherzig heraus. Sonora zieht ab. Tor. Das meinte ich mit, vielleicht wird es sich irgendwann rächen, dass wir so viele Chancen auslassen. Aber Fernandes, den ich ja glücklicherweise spielen lassen habe, trifft zum 2:1. Eckball für Stuttgart 2. Kaiser schlägt den Ball auf den langen Pfosten, aber Meier fängt den Ball sicher ab. Kaiser trifft daraufhin aber zum 2:2. Und jetzt habe ich genug gewartet. Rebermar geht, Bifumar kommt. Ansonsten ändere ich erstmal nichts weiter. Scheidel trifft zum 3:2 für den Gastgeber, aber Hosina zum Ausgleich. Das ist das Spiel, wogt hin und her. 6:10 Torchancen jetzt. Bifumar passt sich auch gut an die Leistung seines Vorgängers, wie so üblich. Neuhaus macht eigentlich ein gutes Spiel, hat der viel Konditionen, braucht bei viel, hat Veska. Veska ist frisch, hat noch eine kleine Verletzung eigentlich, aber ich bringe ihn trotzdem mal. Und ich bringe auch Arnautovic statt Oskar Viana und hoffe jetzt, das Spiel noch dicht zu machen. Wittek zieht ab und der Ball zappelt im Netz, da ist das 3:4. Dann schalten wir jetzt nicht auf Brechstange, auch wenn ich das aus Versehen gemacht habe, sondern ziehen uns zurück und zittern uns nach Verlängerung nach einem wahnsinnigen Spiel, das auch die Spielbewertung 1 kriegt, in die nächste Pokalrunde. 4:3 nach Verlängerung. Nachdem wir zweimal vorne lagen, haben wir in der ersten Minute der Verlängerung das Spiel kippen lassen und es dann noch durch späte Tore umgedreht. 6:12 Chancen, der Sieg war durchaus verdient, aber meine Pumpe geht ganz schön, das könnt ihr mir glauben. Schön, 3:4 und wir gucken mal, wer uns in der nächsten Runde so blüht. Hannover 96 spielt gegen Eintracht Frankfurt. Wolfsburg empfängt Schalke. Aalen empfängt im Achtelfinale Bayern München. Sandhausen aus der zweiten Liga empfängt Kaiserslautern, ebenfalls zweite Liga. Elversberg aus der dritten Liga, noch im Pokal vertreten, empfängt Bayer Leverkusen. Ingolstadt spielt gegen TSV 1860 München, ein Erstliga-Duell. In Düsseldorf gegen Stuttgart. Und da das hier schon das Achtelfinale ist, lasse ich jetzt mal bis Ende durchlaufen. Freiburg gegen Augsburg. Und das war's. Ja, wir haben sicherlich nicht einen der leichtesten Gegner gekriegt, aber auch nicht den allerschwersten. Also bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Los. 1 von 2 nur, muss man sagen, nur 2 Erstliga-Duellen. Sowieso sind nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also genau die Hälfte aller Mannschaften sind noch Erstligisten. Wir haben noch 2 Drittligisten, wir haben noch 4, 6 Zweitligisten. Das ist schon eine ganze Menge. Und vor allen Dingen ist es für die Erstligisten ein relativ trauriges Bild. Gegen Ingolstadt. Was geben wir mal? Ich glaube, da könnten wir schon mal 4.000 Euro Siegprämie auszahlen. Und Stefan Aigner wird Vater einer Tochter, Angela, und ist glücklich. Wir spielen jetzt in der Liga gegen Schalke. Es geht hier Schlag auf Schlag. Und gegen Schalke sollten wir unsere Mannschaft wieder verstärken. Cox ist gerade
Form 13, frische 93, Motivation 97. Cox hat eine hohe Frische. Ranocchia auch. Ranocchia hat aber wenig Konditionen, lustigerweise. Shackle hat nicht die allerhöchste Frische. Dann nehme ich Shankle mal raus. Ich bringe Geist logischerweise wieder. Ich bringe Arnautovic. Ja, ich bringe Arnautovic, aber lasse Oscar Viana auf der Bank. Fürs rechte Mittelfeld kann Andrade durchaus spielen. Es kann aber natürlich auch weiter ein Eigner spielen. Der eigentlich hier. Ja, und Andrade sehr gut in Form, Eigner auch sehr gut in Form. Die beiden geben sich da wenig. Ich bringe Vitorini statt Varela zurück. Wittek wird und muss weiterspielen. Und ich würde sagen, ich sollte unbedingt noch Ganso auf die Bank nehmen statt Neuhaus. Gut, dann sieht das Ganze ganz gut aus, bis auf das Meier nach seinem 3-Gegentore-Debüt, für die er vermutlich nicht so wahnsinnig viel konnte. Schätze ich jetzt einfach mal, es wurde ja nicht angezeigt. Er wechselt auf jeden Fall zurück auf die Ersatzbank. Und Dragowski, die momentane Nummer 1, nachdem Domenech ja noch 4 Wochen verletzt ist, kommt ins Spiel. Gut. Auf geht's. Wir spielen, nachdem wir jetzt die Tabellenführung übernommen haben, gegen den 9. Schalke, die aber auch schon seit 3 Spielen nicht mehr verloren haben. Gut. Dieses Bild kann ich mir noch länger angucken. 62.000 Zuschauer. Ich gucke nochmal drauf, um zu gucken, wie die Stärke. Ja, die sind eigentlich gleichwertig. Sagen wir das doch einfach mal. Die Spieler machen einen eher gelangweilten Eindruck. Vermutlich habe ich das jetzt tatsächlich schon zu oft gesagt. 9.000 Zuschauer aus München mitgereist. Platzzustand mittelmäßig. Und Franz Beckenbauer tippt auf ein 5:2 für den FC Schalke. Cox klärt per Kopf. Okay. Beste Chance aller Zeiten. Eigner mit der Note 4,5 nicht so gut dran. Reva Ma mit der Note 1,5. Der wird gelobt. Und er ist sehr stolz über dieses Lob. Ich weiß allerdings gar nicht, warum. Konzentriert weiter so antreiben. Ach, weiter so. Richtig, das wäre nämlich schlecht. Zum Beispiel so durch Di Santo, aber der Ball geht über das Tor. So, hier passiert gar nicht mal so viel. Außer das 1:0 durch Philipp Hosina. Sehr schön. Beide Stürmer sehr gut drauf. Hosina hat sich seinen Applaus verdient und Bifuma kann kommen. Und Vitorini geht und stattdessen kommt Varela. Da waren noch Chancen auf das 2:0, das fällt aber nicht. Wir verteidigen aber die Tabellenspitze. Sehr schön. Schalke nimmt 2,2 Millionen Euro ein bei ausverkauftem Haus. 5:1 Chancen für uns, das Spiel erhält die Note 5 schwach und Rebama ist Spieler des Spiels. Etwas mysteriös, aber immerhin. Gut, wie gesagt, wir bleiben auf Nummer 1 und zweiter jetzt bei Leverkusen vor den Bayern. Wolfsburg fällt von 2 auf 4, Ingolstadt bleibt auf 5 und Gladbach rückt vor auf Platz 6. Auf den letzten 3 Plätzen St. Pauli, Augsburg und Hertha. Die Hertha weiterhin mit nur 4 Punkten. Und die restlichen Ergebnisse. Wolfsburg-Dortmund 2:2, Bremen-Gladbach 0:1, München schlägt in Köln mit 5:1, und zwar der FC Bayern. 0:4 Leverkusen, und zwar Bayer, schlägt die Hertha mit 1:0. Eintracht Frankfurt gegen FC St. Pauli 1:1, unentschieden. Schalke 0:4 gegen 1860 München 0:1, wie gerade gesehen. FC Augsburg gegen Red Bull Leipzig 0:1. Entschuldigung, es heißt natürlich Rasenballsport Leipzig. Hat mit Red Bull nichts am Hut, der Verein. Mainz 05 gegen Hamburger SV 3:0 und Ingolstadt 04 gegen KSC 2:0. Bei den Torschützen ist Hosina jetzt auf Platz 18 zu finden nach seinem dritten Saisontor heute. Bei den Scorern Wittek mit einer Vorlage heute auf Platz 3.
Meine beiden Stürmer sind in vorderster Front in der Elf des Tages zu finden. Ansonsten noch sehr viele andere Spieler aus dem anderen Münchner Verein. Und wir gucken mal, es gibt eine Beförderung für uns. Wir kommen auf Level 6. Vermutlicher Grund, Saisonziel deutlich übertroffen. Ich habe bislang 7 Punkte zu wenig verteilt. Hier setze ich auf etwas auf Ausstrahlung, etwas auf Autorität. Da würde ich gerne mal 2 Punkte mehr haben. Trainingsgestaltung, Motivationsfähigkeit und noch einen Punkt auf Verhandlungsgeschick. Sehr gut. Ausstrahlung lässt immer noch zu wünschen übrig. Ansonsten gehen die restlichen Werte schon ganz in Ordnung. Fremdsprachenkenntnisse habe ich, wie man an meinem Namen sieht, absolut gar keine. Okay. Hier passiert nicht besonders viel. Im Moment bin ich auch ganz gut aufgestellt. Und es kommt die Borussia aus Mönchengladbach zu uns. Andersrum, wir fahren nach Mönchengladbach zur Borussia. Viana wollte ich eigentlich einwechseln. Letztes Spiel, das ist mir nicht gelungen, aber das macht erstmal auch nichts. Ich kann mal schauen. Ich habe beide Spieler besucht. Mit Mugosa kann ich noch einmal reden. Und bei Domenech kann ich das bis nächste Woche rauszahlen. Gut. Weiter geht es. Steht diese Woche irgendwas Besonderes an? Vermutlich nicht. Wir können einmal kurz in unser Training gucken. Die ganze Armada an Spielern, die momentan Flanken lernt, dürfte das bald abgeschlossen haben. Ja, danach sieht es aus. Neuhaus ist demnächst zweikampfstark, was auch nicht schlecht ist. Ansonsten wenige Spieler kurz vorm Springen. Bei Ribamar ist der Torriecher nicht mehr so weit entfernt. Das Besondere an der Eigenschaft Torinstinkt ist, dass das steigt, wenn der Spieler ein Tor erzielt. Es geht also nicht nur durchs Training, sondern auch durch die Spiele voran. Okay, Krankenbesuch, den habe ich gerade eingestellt. Wir können ja mal kurz gucken. 18,4 Millionen auf der hohen Kante. Das ist eine ganze, ganze Menge. Bedingt höchstwahrscheinlich wieder durch die deutlich höher als kalkulierten Zuschauereinnahmen. Aber 13 Millionen davon werden auf jeden Fall noch verschwinden. Nichtsdestotrotz sieht es ganz gut aus mit den Finanzen dieses Jahr. Sorgen werden wir uns hoffentlich keine mehr machen müssen. Okay, wenn das so ist, kann es in die Woche gehen. Stefan Mugosa findet es toll, dass ich mich auch um die verletzten Spieler kümmere. Und die Champions League läuft. Valencia gegen Leicester City 2:0 und Nacional gegen Medipol Basaksa hier 2:1. Malaga gegen Dortmund 0:4 und Alexandria gegen Lokomotiv Moskau 0:3. Und ich komme gleich nochmal zurück, weil mir etwas aufgefallen ist. Monaco gegen Bournemouth 2:1 und KA Gent gegen Sassuolo 1:2. Saint-Étienne gegen Bayern 04 Leverkusen 3:1 und Slovan Liberec gegen Schachtja Donetsk 2:2. Aus den Gruppen 1 bis 4 kommen weiter. Es war nämlich der 6. Spieltag. Das ist das, was mir gerade eben aufgefallen war. Leicester City und FC Valencia. Nacional geht in die Europa League. Borussia Dortmund und Malaga kommen weiter vor Lokomotiv Moskau. Alles hier ziemlich klare Sachen. Hier war es nur ein Punkt zwischen Valencia und Nacional. In Gruppe 3 kommen weiter Monaco und Sassuolo. Das ist sicherlich eine Überraschung. Wobei Gent und Bournemouth sicherlich überhaupt, dass die überhaupt in der Champions League spielen, ist schon eine große Überraschung. Leverkusen kommt weiter, Saint-Étienne kommt weiter, Liberec geht in die Europa League und Schachtja Donetsk mit nur 3 Punkten ausgeschieden. Auf der zweiten Hälfte der Gruppen sieht es aus. Hertha BSC schlägt Manchester United mit 1:0. Und zwar, lasst uns doch mal kurz schauen. Richtig, die Hertha schlägt Manchester United damit 2-mal in der Gruppenphase. Unglaublich. Und Radnitsky-Nice gegen Spartak Moskau 0:0. Damit kommen Hertha und Manchester weiter. Spartak Moskau mit einem Punkt ganz knapp vor Radnitsky-Nice in der Europa League. In Gruppe 6 Sevilla gegen Manchester 1:0 und Grasshoppers Zürich gegen Galatasaray 1:1. Damit kommen punktgleich Sevilla und Galatasaray weiter. City geht in die Europa League und ganz knapp ausscheiden tun die Grasshoppers aus Zürich. In Gruppe 7
Barcelona gegen Gladbach 0-0. Twente Enschede gegen Inter Mailand 2-1. Gruppenletzter, FC Barcelona, völlig unüberrascht. Inter Mailand auf Platz 2, Gladbach auf 3 und erster ist Twente Enschede. Ja, das war sicherlich, damit hätte man, wenn man die Gruppe so getippt hätte, hätte man jetzt sicherlich Millionär werden können. Schade, schade. Olympique Lyon gegen Liverpool 1-2 und Hajduk Split gegen AC Florenz 2-2. Damit Liverpool vor Florenz, Lyon in der Europa League und Hajduk Split ausgeschieden. Hier geht es in die zweite Runde in der Europa League. Hier dürfte an deutscher Beteiligung nicht mehr allzu viel sein. Köln verabschiedet sich gegen Rapid Wien aus dem aus dem Wettbewerb, so ist es. 1-2, 0-2. Schalke kommt mit einem 2-0 und 2-2 gegen Samara weiter in die nächste Runde. Und der erste FSV Mainz dürfte wegen der Auswärtstorregelung gegen IFK Göteborg gerade so den Cut geschafft haben. Die Gruppen für die Champions League-Spiele werden heißen Hertha BSC, Galatasaray, AS Monaco, Saint-Étienne, Manchester United, FC Sevilla, Inter Mailand und Liverpool. Eine ziemliche Hammergruppe. Valencia, Malaga, Twente Enschede, die Überraschungsmannschaft bisher, AC Florenz und Leicester City, Borussia Dortmund, Sassuolo, die zweite Überraschungsmannschaft und Bayern 04 Leverkusen. Das wird eng, ob hier in der Gruppe beide deutschen Mannschaften weiterkommen werden. Wir werden es sehen. Die verbliebenen deutschen Mannschaften treffen auf Lokomotiv Moskau und das ist der FC Schalke und Mainz 05 trifft auf die Hearts of Midlothian aus Schottland. Martin Schmieg rückt als neuer Spieler in ihre Jugendmannschaft auf. Den werde ich mir jetzt direkt mal angucken. Martin Schmieg hat großes Talent, ist Linksverteidiger, Stärke 4, hat keinen Vorvertrag, das ändern wir. Martin Schmieg führt die Verhandlung zusammen mit seinen Eltern, klar. Und diese sind der Meinung, dass man sich auf 39.000 Euro im Jahr einigen könnte. Sind sie einverstanden? Eigentlich nicht, aber was soll's. Das ist ja nun nicht die Welt, auch wenn sein Kollege mit der gleichen Stärke, der Herr Schubert, nur 14.000 Euro verdient. Schmieg ist großes Talent. Und der Mann hat sicherlich die Chance, wenn er ein bisschen an sich arbeitet, mal ein ganz großer zu werden. Mit ein bisschen Glück, jetzt mal weit in die Zukunft gedacht, könnte er Wittek vielleicht auf der linken Verteidigerposition ablösen. Aber gucken wir mal, wie sich die Zukunft so entwickelt. Ansonsten sieht die Jugend ganz gut aus. Hier muss ich nicht viel machen. Mugosa muss nicht unbedingt auf die Bank. Ribamar und Hosina haben zusammen extrem gut gespielt. Deswegen bei Bifuma erstmal auf der Bank. Durini kann spielen, Varela erstmal nicht. Ich denke, es ist sowieso nicht nötig, dass ich besonders viel wechsle. Das lief letztes Spiel eigentlich ganz gut. Okay, wir spielen gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Die sind nahezu gleich stark. Das kann ich aber nicht schon wieder sagen, weil ich sage, mit dieser Taktik könnt ihr sie schlagen. Ja. Sie blicken Gesichter, die bereit sind, alles zu geben. Das hat gewirkt. Gucken wir mal. Auch der Borussia Park ist ausverkauft mit 54.000 Zuschauern. Diesmal 9.000 Zuschauer wiederum aus München. Udo Lindenberg tippt auf ein 1-0 für uns. Das würde ich sicherlich nicht ablehnen. Ich würde es direkt abnehmen. Aber dazu muss es erstmal kommen. Bisher ein bisschen rotes Geblink, aber noch keine Torschance. Vitorini hat freie Schützbahn, nutzt die Lücke, schießt Tor! Da wieder Vitorini mit dem 1-0. Sehr schön. Gelbe Karte für Dominguez und eine Minute später trifft Dominguez zum 1-1. Schade, schade. Ich wäre gerne mit einer Führung in die Pause gegangen, aber... Stattdessen kann ich Vitorini erstmal loben. Der Spieler ist sehr stolz über dieses Lob, klar. Ansonsten Dragowski nicht besonders gut in Form. Aber was soll's. Weiter so. Da war gleich die nächste Chance. Rote Karte für Jan Sommer wegen einer Notbremse. Ich würde sagen, kontrolliert offensiv spielen. Der Hut stoppt den Ball, legt ihn dann nach rechts ab. Hermann bringt das Leder unter Kontrolle, spielt den Ball Richtung Mittelkreis.
Menes passt den Ball ins linke Mittelfeld hinüber, aber keiner weiß, wen er da gesehen hat. Eigner bringt das Leder unter Kontrolle, spielt den Ball Richtung Mittelkreis. Geis sieht, dass Stindl zu weit vor seinem Kasten steht. Stindl steht im Tor, traut sich einen Schussversuch nicht zu, schade. Spielt den Ball auf die linke Seite hinaus. Wittek schlägt den Ball weit Richtung rechte Strafraumecke. Kein Abseits. Eigner schießt sofort, tritt in den Boden. Der Ball kullert in den Strafraum. Ribamar kontrolliert den Ball und wird von Elvedi bedrängt. Doch er kann seinen Bewacher abschütteln. Doch sein Abspiel auf Hosina ist zu ungenau. Schade. Hosina geht und Bifuma kommt. Ansonsten, ja, was kann ich ändern? Eigner auch nicht besonders gut drauf. Kann noch jemand rechtes Mittelfeld spielen? Ja, Hosina hätte dort spielen können, aber nun gut. Fernandes wird dort spielen können und dann bringe ich Ganso statt Eigner. Okay. Das Spiel würde ich gerne gewinnen mit einem Mann in Überzahl, aber es klappt nicht mehr. Schade. Das Spiel endet mit einem 1-1 Unentschieden. Rote Karte wie im Sommer in der 55. Das ist ein bisschen schade, dass wir das da Spiel danach nicht mehr für uns entscheiden konnten. Bester Spieler war Alvaro Dominguez, der auch das 1-1 erzielt hatte. Und das Spiel erhält die Note 5 schwach mit nur 3-2 Torchancen. Durchaus nachvollziehbar. Die anderen Ergebnisse: St. Pauli schlägt im Nordduell Bremen mit 2-0. Der HSV unterliegt Leverkusen mit 0-2. Gladbach gegen 1860 1-1, KSC Eintracht Frankfurt 1-3, Mainz schlägt die Bayern mit 3-0, Dortmund gegen Ingolstadt 1-1, Leipzig gegen Wolfsburg 1-1, Hertha gegen Augsburg auch 1-1 und mal ein anderes Ergebnis, Köln gegen Schalke 1-2. Leverkusen damit die Tabellenführung mit 26 Punkten inzwischen. Wir liegen mit 24 Punkten direkt dahinter. Und hätte mir jemand gesagt, dass ich nach 12 Spieltagen schon 24 Punkte gesammelt haben werde, hätte ich direkt unterschrieben. Ich bin sehr zufrieden. Noch besser ist, dass wir schon 12 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz haben, der im Moment vom Hamburger SV belegt wird. Dahinter mit 8 Punkten Augsburg und mit nur 5 Punkten Hertha. Bei den Torschützen tut sich aus unserer Sicht nichts. Nico Empen von St. Pauli auf Platz 1. Bei den Scorern ist Wittek weiterhin oben mit dabei. Davide Vitorini ist mit im Spiel und ansonsten sind viele, viele Mainzer dabei. Gut, wir gucken noch kurz. Defensive Mittelfeldspieler brauchen wir nicht. Und einen 7er Stürmer brauchen wir eigentlich auch nicht ausleihen. Dementsprechend tut sich hier erstmal nichts. Das nächste Spiel wird stattfinden gegen den 14. Das ist der Karlsruher SC. Bis dahin sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es dann gegen Karlsruhe geht. Macht es gut!